Schön, dass Sie da sind zu unserer adventlichen Auszeit. Es ist doch so, oder? Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Zeit haben, da sitzen, durchschnaufen, Musik hören, Geschichten, gute Gedanken. Sich erinnern lassen, wovon man echt leben kann und welche Richtung gut ist. Auszeit möchten wir Ihnen und uns gönnen. Volker Schäfer mit seiner Sprache der Musik. Er hat 12 Lieder neu interpretiert, bekannte Advents- und Weihnachtslieder und 3 Songs von den Beatles. Und ich will ein paar Gedanken dazu tun. Gedichte und kurze Geschichten, die mir am Herzen liegen. Und ich hoffe, sie tun Ihnen und dir gut. Und zu ein paar Liedern will ich auch was erzählen. Aber jetzt hören wir erstmal einen Song von den Beatles, Long and Winding Road. Long and Winding Road haben wir gerade gehört von den Beatles. Leben, das sich wie eine endlos gewundene Straße anfühlt. Hinter der Kurve da vorne, da muss doch endlich mal ein Ziel kommen, wo dieses ermüdende Auf und Ab endlich ein Ende hat.
Paul McCartney schreibt in dem Lied von Tränen und finsterer Nacht unterwegs. Aber auch, diese endlos scheinende Straße ist am Ende nicht ziellos. Don't keep me waiting here. Lead me to your door, bittet er. Lass mich den Weg finden zu deiner Tür, wo ich ankommen kann. Als allererstes, ganz zu Anfang, hat uns Volker ein Adventslied gespielt. Die Nacht ist vorgedrungen. 1937 hat der Dichter Jochen Klepper es geschrieben, kurz vor Heiligabend. Für ihn und seine Familie war dunkle Nachtzeit. Seine Frau war Jüdin, der Druck auf die Familie durch die Nazis massiv. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Er nimmt den Kopf hoch, vorausschauen und sieht es hell werden. Im Kind Jesus ist der Welt ein Licht aufgegangen. Ist die Welt dadurch anders geworden? Jochen Klepper meint ja, Gott setzt ein Licht, das niemand ausblasen kann. Es leuchtet, wenn das Leben bedrängt, wenn Menschen anderen Angst machen, wenn Dummheit wütend macht, wenn Menschen auf der Flucht sein müssen oder arm oder einsam. In einer Strophe heißt es, noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern, der Gottes huld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Auch das nächste Lied singt von der Nacht. Es ist traditionelle Volksmusik im besten Sinne aus Tirol. Einfach. Und trotzdem öffnet es eine Weite, in die man eintreten kann. Die Nacht muss uns anscheinend nicht nur schrecken, sie bringt auch Ruhe. Zum Nachdenken, zum Ausruhen und Ausatmen. Es wird schon gleich dumper. Zwei Lieder stehen bei uns auf der Weihnachtsliste ziemlich oben. Leise rieselt der Schnee und O Tannenbaum.
Leise rieselt der Schnee, spielt uns Volker gleich, und vom Baum lese ich eine Geschichte. Man kann sich ja fragen, warum machen wir das immer wieder, jedes Jahr? Das mit Weihnachten, mit Kerzen, Krippe, ja, und mit dem Baum. Hans-Dieter Hüsch, der heitere Kabarettist vom Niederrhein, hat erzählt, warum sie sich das in der Familie immer wieder angetan haben. Wir haben schon in der vorigen Woche unseren Baum geholt. Wir, das heißt, bei uns macht sich nicht mal einer auf den Weg, sondern die ganze Familie, ja. Wir holen auch nicht irgendeinen Baum, sondern den Baum, weil, ja, wir haben da ganz feste Vorstellungen. Der Baum muss, so fangen unsere Sätze dann immer an. Der Baum müsste nicht wahr, so sagen wir, auf der Hinfahrt. Wenn sie nicht schon alle weg sind. Ach, hör doch auf mit deinem Pessimismus. Wenn wir dann da sind, dann sagen wir wieder, der Baum muss, und schreiten mit unserem netten Weihnachtsbaumverkäufer, dem Herrn Schuhmacher, die Reihe der noch vorhandenen Bäume ab. Er muss groß sein, der Baum. Ja, mindestens 2,40. Man kann doch die Spitze abschneiden. Nicht doch, die Spitze abschneiden. Dann halt unten am Stamm etwas kürzen. Da ist eh etwas dünn, also nicht dicht genug, nicht wahr? Da kommt er auch besser in den Christbaumständer. Lass uns doch erst mal gucken. Da drüben stehen auch noch schöne Bäume, schöne große Bäume, nicht wahr? Die sind aber oben zu kahl und zu breit. Unten sind sie breit, aber schön dicht, muss man sagen, schön dicht. Also, mir gefällt das nicht. Was gefällt dir denn an dem Baum nicht? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist er mir oben zu kahl. Er ist mir oben zu kahl und wahrscheinlich nadelt er früh. Nein, nein, sagt der nette Baumverkäufer. Der nadelt nicht. Der sieht nur so aus. Der ist gediegen, ist der. Inzwischen ist der Baum, den wir zuerst ins Auge gefasst hatten und schon ein bisschen ins Herz geschlossen, der ist verkauft inzwischen. Siste, sag ich. Siste? Was heißt der Siste? Der Baum war wirklich in Ordnung, aber man muss ja nicht gleich den ersten Besten nehmen, ne? Der da drüben an dem Zaun lehnt, der ist auch wunderschön. Ach, der ist doch völlig krumm, der ist doch völlig krumm, siehst du das denn nicht? Ach, der hat aber eine schöne Größe. Der ist doch völlig verwachsen, da kannst du ja nur die eine Seite zeigen, der ist nix. Da gucken wir weiter. Ja, da gucken wir weiter, sag ich. Wir gucken so lange, bis alle Bäume weg sind und dann müssen wir einen nehmen, den wir uns im Traum nicht genommen hätten. In diesem Augenblick höre ich hinter mir eine kleine Stimme. Ich drehe mich um, sehe aber nichts. Das heißt, ich sehe eine kleine Blautanne, nicht wahr? Wunderschön. Ich guckte sie an und konnte meine Augen nicht von ihr lassen. Wie es mit den Hüschs und ihrem Baum weitergeht, das hören wir gleich nach Leise rieselt der Schnee. Thank you.
erinnert euch noch an Familie Hüsch beim Baumsuchen? Ich guckte die kleine Blautanne an und konnte meine Augen nicht von ihr lassen, bis sie schließlich laut und deutlich sagte: »Glotz mich nicht so an, ich bin verkauft. Siehst du nicht als Zeichen den roten Papierstreifen?« »Och, ich dachte, das ist eine Anti-Aids-Schleife.« »Ja, die habe ich auch«, sagte das Bäumchen. »Uns Nadelbäume kann man schlecht umarmen, nicht wahr?« »Wir stechen, aber dafür oft ins Schwarze, ins Herz, du verstehst?« »Ich verstehe«, sag ich, »ja.« »Ja, da drüben«, sagte die kleine Blautanne, »ein bisschen versteckt, da steht ein schöner Baum, der hat meine ganze Liebe. Nehmt ihn doch mal mit, ich bin ja schon verkauft. Aber wirklich, der da drüben, vielleicht treffe ich den ja, wenn wir beide verkauft sind, den schönen Baum in der großen Welt ja wieder, wenn wir beide hier fortkommen.« Ich versprach es ihr, dass wir den geliebten Baum kaufen würden und mitnehmen. Die kleine Blautanne sagte Danke und dann sagte, vielmehr fragte sie, »Wie ist das denn so überhaupt, wenn man so verkauft ist als Baum? Ist man dann wirklich verraten und verkauft?« »Was sollte ich sagen?« »Nein, nein«, sage ich, »du wirst ganz schön gemacht, du wirst geschmückt, wie wir Menschen sagen. Ja, und dann?« »Ja, dann kommen noch Kerzen auf deine Zweige, auf meine Arme.« »Ja, natürlich, auf deine Arme.« »Und dann? Ja, dann bekommst du auf deinen Kopf bekommst du eine silberne Spitze oder eine Krone. Und dann?« »Dann werden die Kerzen angezündet und das Licht wird im Zimmer ausgemacht und du strahlst wie ein Engel.« »Und mein Freund, wenn der dann bei euch ist?« »Ja, der strahlt auch, ja, und die Menschen entdecken in ihren Augen die Freude und das Wunder und ihre Existenz.« »Durch meine Existenz?« »Ja, ja, durch deine kleine Existenz«, sagte ich der kleinen Blautanne, »durch deine Existenz«, sagte ich. »Fürchte dich nicht, wir sehen uns wieder. Vielleicht bin ich dann ein Baum und du bist ein Mensch.« Und wir nahmen den schönen großen Baum, den Freund von der kleinen Blautanne, mit uns, und wir werden ihn schmücken, wie ich es erzählt habe. Der kleinen Blautanne zuliebe und uns zuliebe und allen Kreaturen zuliebe, die unter Gottes Himmel nun die Möglichkeit haben, sich neu zu begegnen, sich neu zu begreifen, neu zu verstehen und alle Macht dem Frieden zu schenken. Thank you.
Der Schriftsteller Erich Kästner hat bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Rede gehalten vor Schülerinnen und Schülern. Ich verbinde seine Gedanken mit dem Lied, das wir gerade gehört haben, Ihr Kinderlein kommet. Früher habe ich gedacht, das Lied ist nur was für die Kleinen. Irgendwann wächst man daraus, wie aus zu klein gewordenen Schuhen. Aber vielleicht ist es anders. Vielleicht ist es gerade umso wichtiger, je älter ich werde, dass das Kind in mir nicht verloren geht. Dass man nicht nur älter wird, sondern auch immer wieder neu. Erich Kästner meint das jedenfalls. Lasst euch die Kindheit nicht austreiben, hat er gesagt. Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter- über die Mittel- zur Oberstufe. Wenn ihr schließlich droben steht und balanciert, sägt man die überflüssig gewordenen Stufen hinter euch ab. Und nun könnt ihr nicht mehr zurück. Aber müsste man nicht in seinem Leben wie in einem Haus Trepp auf und Trepp abgehen können? Was soll die schönste erste Etage ohne Keller mit den duftenden Obstborden und ohne das Erdgeschoss mit der knarrenden Haustür und der scheppernden Klingel? Nun, die meisten leben so. Sie stehen auf der obersten Stufe ohne Treppe und ohne Haus und machen sich wichtig. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Erwachsen sein und immer noch Kind? Wer noch Eltern hat oder auch wer sie in sich trägt und dabei spüren kann, sie haben mir Gutes mitgegeben. Wer das kennt, versteht auch das nächste Lied gut. Paul McCartney hat's geschrieben, als ihm klar wurde, die Beatles brechen auseinander. Und die waren ja sowas wie sein Leben. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. In schwerer Zeit, schwer belastet von Sorgen, da kommt Mutter Mary zu mir. Ganz deutlich sehe ich sie vor mir stehen und höre, was sie mir zuflüstert. So lebensklug. Lass einfach sein. Let it be. Thank you.
Mother Mary, Mutter Maria. Anfangs haben manche vermutet, dass Paul McCartney die Mutter Jesu damit gemeint haben könnte. Er hat das später klargestellt und erzählt, Let It Be, dahinter steht ein Traum. Kurz bevor die Beatles auseinanderbrachen und er gespürt hat, mein Leben fährt vor die Wand, mein Lebenswerk entgleitet mir, zerbricht, da hat er geträumt und sieht seine Mutter Mary. Er hatte sie verloren, da war Paul ein Junge von 14. Er ist eine Waise und doch irgendwie aber jetzt auch nicht. Denn sie ist nicht aus seiner Erinnerung verschwunden und anscheinend auch nicht aus seiner Seele. Vielleicht kann man sogar sagen, es träumt sie und sie wird eine Quelle, dass er wieder vertrauen kann, Zuversicht fassen. Insofern wiederholt sich in seinem Traum ein Stück Kindsein. Träume müssen anscheinend nicht nur Angst machen, sondern können auch Vertrauen geben ins Leben, dass es wieder gut werden kann. Let it be. Lass es geschehen. Übrigens, die Mutter Maria in der Bibel, von der das nächste Lied singt, bei der sind Träume Lebensretter. Für die Bibel ist an vielen Stellen klar, Träume können wichtige Botschaften sein fürs Leben. In dem Lied wird jetzt nicht direkt geträumt, aber in die Zukunft geschaut. Es singt von Maria, wie sie schwanger unterwegs ist, durch eine lebensfeindliche Welt. Aber sie ist guter Hoffnung. Und weil Maria guter Hoffnung ist, verändert sich auf einmal auch die Welt um sie herum. Unsere Welt. Maria durch einen Dornwald ging. Der hat in 7 Jahren kein Laub getragen. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Da haben die Dornen Rosen getragen, als das Kindlein durch den Wald getragen. Da haben die Dornen Rosen getragen. Die folgenden Zeilen sind im Gefängnis geschrieben. Anfangs waren sie gar nicht als Lied gedacht, es sind sehr persönliche Zeilen an liebe Menschen draußen. Ende 1944
sitzt Dietrich Bonhoeffer in Gestapohaft in Berlin. Der Vorwurf gegen ihn: Verschwörung und Spionage gegen Deutschland. Seine Briefe hat man herausgeschmuggelt. Und diese Zeilen waren seine letzten. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wie kann ein Mensch sowas schreiben in Todesgefahr? Was sind da gute Mächte? Bonhoeffer hat anscheinend an Engel gedacht und nicht unbedingt an solche mit Flügeln. Das spürt man in dem Brief, den er kurz vor diesen Zeilen an seine Verlobte Maria von Wedemeyer geschrieben hat. Schon wieder eine Maria. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, schreibt Bonhoeffer an sie, je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit euch gespürt. Du, die Eltern, Freunde, ihr alle, seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete, gute Gedanken, Bibelworte, Musikstücke, längst vergangene Gespräche bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken. Diese Bewahrung durch unsichtbare Mächte ist etwas, was wir Erwachsenen nicht weniger brauchen als die Kinder. Und gut, wenn diese guten Mächte und Engel auch ganz praktisch werden. Davon schreibt er ein paar Zeilen weiter im selben Brief. Einige Bitten habe ich noch. Ich würde gern von Wilhelm Raabe Abu Telfan lesen. Und könnt ihr meine Unterhosen bitte so konstruieren, dass sie nicht rutschen? Man hat hier keine Hosenträger. Ich bin übrigens froh, dass ich hier rauchen darf. Dass ihr alles für mich denkt und tut, was ihr könnt, dafür danke ich euch. Das zu wissen ist für mich das Wichtigste. Ein Wort noch zur Melodie vom Lied. Es gibt inzwischen drei, auf die Bonhoeffers Text gesungen wird. Volker Schäfer hat sich auf die älteste besonnen, die ist von Otto Abel. Ich finde, sie passt am besten zum Text. Von guten Mächten treu und still umgeben.
bin nicht so tapfer wie Dietrich Bonhoeffer, ich bin eher ein Schisser. Vielleicht kennen Sie und du das von sich ja auch. Es gibt Zeiten, da macht uns das, was los ist auf der Welt und was uns widerfährt, die Seele dunkel. Und dann können wir nicht mehr weit sehen, dass es hinter dem Horizont weitergehen könnte, vielleicht sogar gut. Manchmal wollen Nächte nicht rumgehen. George Harrison von den Beatles hat sich in so einer Situation ein Lied geschrieben, das über die Nacht hinausschaut. Here Comes the Sun. Und mitten im Winter erinnert er sich daran, es wird auch wieder Frühling. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Da, die Sonne geht auf. Ich sehe sie schon kommen. Und ich sag dir, es ist gut, hat George Harrison geschrieben. Wissen Sie was? George Harrison hat einen Seelenverwandten im evangelischen Gesangbuch. Der hat gut 100 Jahre vor ihm auch ein Lied geschrieben, als ihm das Wasser bis zum Hals gestanden hat. Harre meine Seele, harre des Herrn, sei unverzagt, bald der Morgen tagt, und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. Sei unverzagt, meine Seele, dichtet er. George Harrison hat geschrieben, Little darling, it's all right. Irgendwie haben beide gewusst, man kann sich selbst ermuntern, gut zureden, wenn man verzagt ist. Beide Lieder erinnern daran, jede Nacht hat ein Ende. Das ist eine Erfahrung, auf die ist Verlass. Auch lange Nächte lichten sich. Das ist im Leben eingeschrieben. Wir tragen das auch im kollektiven Gedächtnis nach Katastrophen. Menschen stehen wieder auf. Wenn die Bibel sowas erzählt, dann bringt sie dabei immer auch Gott ins Spiel. Da folgt dann nicht einfach nur Tag auf Nacht, und auf Tag folgt dann halt wieder Nacht, wie in einem ewigen Schicksalsrad. Das Ende aller Wege des Lebens ist Licht. Es geht auf Gott zu. Here comes the sun.
Das Gute an diesen Liedern der Beatles ist, dass sie auch schön sind. Und ich finde, das passt auch in die Adventszeit, dass wir das Dunkle und Schwere im Leben sehen, nicht verdrängen und übertünchen. Aber Schweres soll uns nicht die Aussicht auf Schönes verbauen. Advent soll auch schön sein. Für mich ist das schönste Weihnachtslied von allen das, was jetzt kommt, diese Verbindung von Melodie und Text. Und wie gesagt, das finde ich richtig gut, dass wir im Advent und auf Weihnachten hin uns echt Schönes gefallen lassen. Es uns auch schön machen. Das Lied stammt von zwei großen Meistern, dem Dichter Paul Gerhardt. Die Melodie ist von Johann Sebastian Bach. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Das ist irgendwie ein Liebesgedicht, ein Liebeslied, ein schönes. Eine Interpretin dieses Lieds hat mal geschrieben, Schönheit ist ja nicht nur äußerlich, nicht nur Dekor. Sie entsteht in diesem Lied, weil darin so tief menschliche Bedürfnisse verbunden sind. Schönheit erzählt uns, dass es Liebe gibt. Sie befreit aus Angst. Sie weckt unsere Sehnsucht und ist ein unverbrüchliches Versprechen. Sie berührt uns und erfasst uns. Das Lied ist von Anfang an auch ein Gebet. Ein Ich genügt sich nicht selbst, sondern sucht seine Schönheit nicht bei sich, sondern im Du. Wer liebt und wer betet, braucht sich nicht selbst zu produzieren. Das Gebet wendet sich an das Kind in der Krippe, schaut es an und liefert sich seinem Blick aus. Und die Sprache wird schön unter diesem Blick, klangvoll, bilderreich, fantasievoll. Sie singt und verlangt nach Musik.
Zum Schluss spielt uns Volker Schäfer noch O du Fröhliche. Wir trauen uns schon vorauszulauschen. Ich kann mich an viele Heiligabende erinnern in Kirchen. Da hat dieses Lied geklungen aus hunderten Kehlen, manchmal fast ein bisschen zu machtvoll, als wäre schon alles wunderbar. So weit sind wir jetzt und in diesem Jahr noch nicht. Trotzdem, O du Fröhliche, wir hören es leise, wie eine feste Ahnung, wie ein Versprechen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Unsere Seelen brauchen das. Und ich wünsche mir und Ihnen und dir, dass wir das mitnehmen und dass es in uns weiterklingt. Und ich wünsche Ihnen und dir, dass ab und zu auch etwas von dem aus uns herauslebt, was Hans-Dieter Hüsch in seinem Dezemberpsalm beschrieben hat. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe anders. Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein. Jesus kommt, schmückt dein Gesicht, schmückt dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt. Alles wird gut.